Und lasst mich raten, Wiederbelebungsviole. Krass. So, wie lange geht die Aufnahme jetzt schon? Ganz genau 20 Minuten. Also so schnell geht eine Folge rum, hätte ich nicht gedacht. Sondern ist das jetzt schon die zweite Folge, die ich am Stück aufnehme. So, und dann werde ich gleich erstmal ein bisschen essen. Ich habe so Hunger. Ich weiß nicht, wozu die uns hier brauchen. Wie seid ihr hier runtergekommen? Wie passiert hier? Was wollte er gerade sagen? Also, das passt ja immer hier mit unserem Timing, ne? Wie kann er mal... Boah, hab ich mich jetzt erschrocken, Leute. Da ist gerade ein Motorrad irgendwo eine Straße lang gefahren hier bei mir und das hat sich so komisch angehört. Ey, ich sollte nicht im Dunkeln spielen, glaube ich. Es ist mittlerweile schon nachts 21 Uhr. Und wie die meisten von euch schon wissen müssten, die mich regelmäßig gucken, die wissen ja, dass ich zwei Vögel habe und um 21 Uhr mache ich dann meistens auch schon mein Zimmer dunkel. Also wenn ich aufnehme, jetzt wenn ich nicht aufnehme, lasse ich natürlich noch meine Rolle oben, meistens dann schön mit Fenster auf. Schön weit auf vor allem. Das, ich weiß nicht warum, aber ich finde das richtig geil, wenn ich mein Fenster mal schön weit aufmache. Und die frische Luft dann reinkommt. Ja, ich mag sowas. Und worauf wollte ich denn jetzt? Ach ja, ich wollte darauf hinaus, dass ich nicht im Dunkeln spielen wollte, denn ich erschrecke mich immer so schnell. Aber dann, das freut euch ja bestimmt, ne? Wenn da jetzt auch eine Wiederbelebungsviole drin ist, ne, dann lacht mich aus. Danke. Bare Münzen nochmal ist, glaube ich, sogar ein bisschen mehr wert als eine Wiederbelebungsviole. Aber ich möchte trotzdem gucken. Ach ja, schaut mal. Also immer die Augen offen halten. Auch wenn ich hier gerade ein bisschen durchrushe. Gucken wir uns ja trotzdem einigermaßen ordentlich die ganzen Sachen hier an. In diesem Nebenraum, da war... Ja, da waren wir. Da haben wir den einen weggeholt, der das Sonnenlicht sehen wollte. Aber, ta, er ist gestorben. Aber wenn die uns angreifen, ne? Oh, da haben wir so einen Stärketrank bekommen. Können wir einfach schlucken. Da könnt ihr das wieder sehen. Wir haben gerade einen Kampfmultiplikator von 17. Das bedeutet, wir kriegen jetzt 17.000 Stärkepunkte. Da, oben links seht das. Also das bringt jetzt überhaupt nichts, die zu behalten. Ich glaube... Oh, 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 ich bin leise. Ehrlich. Fasst mich nochmal an, dann drehe ich euch den Hals um. Ich kenne dich doch. Nein, das ist ein Trick. Ihr seid nicht mein Sohn. Der Bastard gaukelt mir was vor. Aber du bist es. Du bist es wirklich. Was hast du dir gedacht, herzukommen? Wusstest du nicht, dass er uns beide gefangen nehmen würde? Lass gut sein. Wir müssen hier verschwinden. Öffne diesen verdammten Käfig. Aber natürlich, Mami. Alter, so eine Folterkammer, ne, ist auch nichts Schönes. Ja, wir müssen uns sputen, auf jeden Fall. So, wer möchte uns anrühren? Wer möchte kämpfen? Du möchtest kämpfen? Du möchtest kämpfen? Schnappt ihn! Ihr habt das letzte Mal meiner Mama wehgetan. Echt eine spannende Sache hier. Wir retten gerade unsere Mama aus dem Gefängnis. Und schon wieder unsere. Wir teilen uns alles. Wir teilen uns unsere Frau, wir teilen uns unsere Mama, wir teilen uns unsere Klinge, wir teilen uns alles. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Ui. Jetzt geht's hier aber ab. Jack! Hey, es ist unhöflich vorzugehen, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Bastard! Euer Ableger ist ein richtiger Held, liebstes Scharlachröbchen. Wusstet ihr, dass man ihn zum Arena-Champion gekürt hat? Ihr wärt bestimmt stolz auf ihn gewesen. Muss wohl in der Familie liegen. Das und in einer meiner kuscheligen kleinen Zellen eingesperrt zu sein. Widerliche Missgeburt. Lass ihn gehen. Er weiß doch überhaupt nichts. Ihr werdet bald bemerken, dass er eine ganze Menge weiß. Seht ihr, das Arena-Siegel, das ich ihm gab, hat mir jede seiner Bewegungen gezeigt. Es war höchst unterhaltsam. Er hat Gräber geöffnet, alte Trottel gerettet, sich mit seiner verrückten Schwester getroffen.
Theresa. Ja, eure süße kleine Tochter ist wohl auch noch am Leben. Sie hat ihm alles über das Schwert erzählt. Und über eure verfluchte Familie. Und jetzt, meine Süße, werdet ihr mir verraten, wo der Schlüssel ist. Oh Mann. Macht es euch schön gemütlich hier. Wir kommen euch und das andere Pack später holen. Das wird dann ein Mordspaß. Es wird ihm gefallen, was, Tipps? Geh zum Teufel, Schwein! Ruhig, Tipps, ruhig. Du solltest deine Energie für später sparen. Du wirst sie brauchen. Alter, ich würde den so den Arsch aufreißen, oh, selbst mit bloßen Händen. Und keine Tricks mit dieser komischen Willenskraft. Die funktioniert hier nicht. Dafür hat der Boss gesorgt. Alter. Was sind wir denn? Hey, hier da, in der Zelle nebenan. Ihr müsst der sein, den sie dauernd mit glühenden Zangen gezwickt haben. Ich konnte euer Kreischen bis hier unten hören, Kumpel. Ihr müsst euch nicht schämen. Die wissen, wie man quält. Wartet mal. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid dieser Säbelschwinger, stimmt's? Ihr habt in der Arena gesiegt und auf den Hauptpreis verzichtet, um Whisper zu retten. Oh, euresgleichen sehen wir nicht oft hier. Was habt ihr gemacht? Eine Bürgermeisterin getötet? Schweine abgestochen? Der Direktor kann sein Glück sicher nicht fassen. Er hat heute Geburtstag, wisst ihr? Das heimtückische Aas. Jedes Jahr holt er uns aus den Zellen, zeigt uns die Sonne, damit wir sehen, was uns fehlt, und wirft uns dann wieder hier rein. Und das macht er nicht aus lauter Herzensgüte. Die lassen uns um den Innenhof rennen und wetten, wer gewinnt. Der Sieger darf dann ins Büro des Direktors und... Was sich da abspielt, ist so grausam, dass man schweigen muss. Aber wenigstens kann man sich gut bei ihm umsehen. Und es sind nicht nur Bücher und Möbel da drinnen. Okay. Also diese Schreie im Hintergrund gerade, ne? Ich will hier einfach nur raus. So, mal schauen, wie wir das Ganze hier lösen. Oder kommt eine Wache? Hat die irgendwas zu sagen? Du, Victor, du... Los jetzt, Abschaum, es geht raus. Das Rennen beginnt und ihr solltet eine gute Vorstellung geben. Einige von uns haben viel Geld auf euch gesetzt. Wenn ihr gewinnt, mögen wir euch. Verliert ihr, geht's gleich ab in die Folterkammer. Klingt gut? Ja, klingt gut. Lasst es. Aber natürlich klingt das gut. Ich möchte nur mal eben was bei den Steuerungen gucken. Das ist nämlich für gleich sehr wichtig. Wo ist denn hier Steuerung? Ach da, Tasten neu definieren. Habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn hier Schleichen? Ja. Schleichenmodus. Das machen wir jetzt auf X, so wie es bei Gothic ist. Alles klar. Also ihr Jammerlappen, ich will ein fieses Rennen sehen. Viel Schubsen und Anrempeln, klar? Geht auf eure Plätze. 3, 2, 1. Okay. Volle Kraft voraus. Also immer gucken, los, wo... Los, los. Ja, okay. Das Tempo halte ich nicht durch. Alter, ich will euch alle so den Arsch aufreißen gerade, ne? Das ist zu viel! Arschloch. Okay, die sind genau hinter uns. Könnt ihr auf der Karte gerade sehen, also den nächsten gebe ich erst eine Faust. Der Balverin Furz. Nein, nicht die! Nein, ich wollte ihn doch schlagen! Komm, den schlage ich jetzt, komm! Nutzloses Pack! Halt die Schnauze, du Penner! Das nennst du laufen? Schnecke! Ich nicht durch. Nimm den Finger raus, alter Beule! Ich bin ab... Bravo! Wir haben einen Sieger!
Wachen, bringt ihn in mein Büro. Willkommen in meinem einfachen Quartier. Ihr habt euch eine einmalige Belohnung verdient. Eine meiner berühmten Dichterlesungen. Ja, das stimmt. Diese Mauern aus Stein schrecken den wahren Dichter nicht. Ich möchte keinen Mucks von euch hören. Es erfordert höchste Konzentration, die Seele auszuschütten. Du spinnst, mein Freund. Du spinnst gewaltig. Der Vortrag beginnt sogleich. Denk daran, ich brauche absolute Stille. Okay. Die lehrreiche Ballade vom Galgenvogel. Dieses Tagebuch hat einen Zahlenschluss, ihr braucht eine Geheimzahl zum Öffnen. Sehet den Sperling, so edel und gut, wie er fliegt vorbei an unserem Knast. Keinen gibt es, der ein Leid ihm tut. Versucht es einer, hätt er ihn verpasst. Okay. Aus seinem Schnabel tönt seine Geschichte. Im Käfig einst der Freiheit beraubert, jetzt ist er eins mit den Wolken der Wicht. Denn ein Magier hat im Dunst ihn verzaubert. Das Tagebuch ist leer, der Schlüssel muss in einem anderen sein. Oh je. Man merkt schmerzlich, dass ihr ein Kunstbanause seid. Mein lyrisches Opus übersteigt euren Horizont. Zurück in die Zelle mit euch. Willkommen in eurem derzeitigen Heim, der Folterkammer. Wir werden viel Spaß mit euch haben. Ja, das wird Spaß machen. Also. Die Dunkelheit der Zelle zehrte am Geist des Helden. Auch seine Lebenskraft wurde aufgezehrt. Noch ein Jahr in dem Gefängnis. Noch ein Jahr der Folter. Das edle Blut uralten Adels in seinen Adern, die Kraft der Gilde, nichts zählte in diesen Mauern. Während dieser ganzen Zeit zog Messer Jack frei durch Albion. Der Held würde nicht gebrochen werden, er würde frei sein. Heute ist ein großer Tag. Ihr werdet es bald merken. Schaffen wir ihn in die Arrestzellen mit den anderen. Tja, es geht wieder mal los. Bleibt da drin, wir holen euch gleich. Dieses Jahr seid ihr weniger. Was wohl aus denen geworden ist, hm? Boah, geht das hier ab? Scheiße, Mann. Also, wenn ich hier raus bin, ne, ich werde den allen sowas von den Arsch versohlen. Ein neues Jahr, ein neues Rennen. Aber wir müssen ins Büro des Direktors kommen. Wir müssen den Schlüssel haben. Den werden wir auf jeden Fall bekommen. Verlasst euch drauf. Was macht er denn mal für eine Bewegung? Will der uns? Der will uns. Hey. All diese Schreie, ne? Los jetzt, Abschaum. Es geht raus. Das Rennen beginnt und ihr solltet eine gute Vorstellung geben. Einige von uns haben viel Geld auf euch gesetzt. Wenn ihr gewinnt, mögen wir euch. Verliert ihr, geht's gleich ab in die Folterkammer. Klingt gut? Ja, klingt gut. Lasst es mich hören. Eigenen Zunge. Ach, jetzt wollte ich so eine Beleidigung machen. Gut, ihr kennt die Prozedur. Geht auf eure Plätze. 3, 2, 1. Wie klein die alle sind, ne? Und wie so ein Muskelpaket. Das ist mein Jahr. Der könnte jeden hier einfach den Hintern versohlen, die Klinge von denen nehmen und einfach jeden hier zerstückeln. Das ist eine Qual. Jeden.
Naja, wir kriegen das hin und man sieht es auch schon, wir sind schon richtig alt geworden, also. Da wäre ich lieber in der Folterkammer. Nein, oh Mann, warum treffe ich denn nicht? Ich sehe die doch schon an. So, der kriegt aber jetzt richtig ein auf die Fresse. Was? Hast du gesagt? Du möchtest auch? Das nennst du laufen? Schnecke. Erlang, du stinkender Balverin Furz. Erlang, du stinkender Balverin Furz. Ach, ich könnte alle dasselbe sagen. Schön. Das ist deine Qual. So, da haben wir es schon wieder geschafft. Balverin Furz. Ihr schon wieder. Ihr seid eine echte Sportskanone, was? Ich freue mich auf ein weiteres Plauderstündchen in meinem Büro. Wachen? Der Vortrag beginnt sogleich. Denkt daran, ich brauche absolute Stille. Aber natürlich. Lass dir ruhig Zeit. Grau ist die hübscheste aller Farben. Ha, den Code kennen wir doch schon, oh Gott. Grau ist die hübscheste Farbe. Denn ihr Name ist Grau. Kann man denn dieses Buch auch lesen? Nee. Sie lässt mich vergessen jede Narbe. Wenn ich sie sehe, fühle ich mich okay. Ich muss immer rechts auf diese Leiste achten. Sie liegt im Norden unter einem Regenbogen. Ich schaue aus meinem Elend zu ihr hinauf. Sie ist immer denselben Freiern gewogen. Komm schon, Schlüssel. Ja. Man merkt schmerzlich, dass ihr ein Kunstbanause seid. Mein lyrisches Opus übersteigt euren Horizont. Zurück in die Zelle mit euch. Oh, sehr schön. Da haben wir den Zellenschlüssel. Der Direktor hat wohl seinen Schlüssel verloren. Bis wir ihn finden, bleibt ihr in den Zellen. Die Folter wird verschoben. Das ist unsere Chance, die wir auch direkt nutzen werden. Da sind wir. So, wir versuchen jetzt erstmal hier ein paar Sachen. Na los, mach das Ding platt. Stock. Damit können wir uns immerhin verteidigen. Die Typen lasse ich jetzt noch nicht raus. Vorher hole ich meine Ausrüstung. Denn wenn wir die jetzt mitnehmen, töten die. Also die Wachen. Da haben wir keine Chance, die zu retten. Und ich möchte echt gern versuchen, die alle hier lebend rauszuholen. So, wie sollen wir das jetzt machen? Oh Gott, wie konnte er uns denn sehen? So, warum müssen wir hier lang? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Stopp. Wir haben keine Chance, wenn du deine Waffen nicht zurückbekommst. Du musst deine Ausrüstung suchen, bevor wir gehen können. Ein Jahr Folter und du freust dich nicht, uns zu sehen. Sehr schön. Okay, ich dachte, hier würden wir unsere Sachen finden. Da muss ich jetzt einfach rennen und suchen. Okay, hier ist ein Gang, hier ist ein Gang, hier ist ein Gang. Ich versuche es einfach jetzt mal erstmal hier mit. Zellenblock 3. Ich glaube nur, dass hier... Ja, hier sind nur andere Gefangene. Ich glaube, das muss woanders sein. Hier unten sind nur die ganzen Gefangenen. Ich glaube, wir müssen die Treppe da hoch. Da! Er ist es! Ja, ich glaube, hier sind unsere Sachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier unsere Sachen sind. Eure fehlende Habe. Sehr schön. So, schnell ausrüsten. Boah, ich werde die jetzt so platt machen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Kleidung. Ach nee, Gewänder. Und da ist es. Und unseren glänzenden Kettenpanzerhelm. So, was haben wir hier für Truhen? Gucken wir mal, was da drin ist. Wächterhose. Okay, anscheinend die komplette Wächterrobe. Nehmen wir einfach mal mit, damit wir unsere Sammlung vervollständigen können. Und dann werden wir alle platt machen und hoffentlich mit der Mutter fliehen können.
So eine ziemlich spannende Angelegenheit. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das Ganze jetzt so Spaß macht. Doch nach dieser Aufnahme ist ja schon nämlich wieder was auf. So, wo sind wir denn jetzt? Während er die Kiste öffnet, kann ich ja eben gucken, wie lange wir aufnehmen. Ah, schon 40 Minuten, sehr schön. Dann werde ich jetzt bis 60 durchspielen. Und werde das dann in drei schöne Parts splitten.